herzlich willkommen zu einem Vlog. Und zwar muss ich Jalousie reparieren. Hatte neulich die Jalousie runtergenommen, wollte sie runterlassen und hat sich verhangen. Ich weiß nicht, ob er das sieht. Na nun, so. Seht ihr, das ist schräg. Und die werde ich jetzt aushängen. Die werde ich jetzt aushängen und dann das ist bestimmt wieder ein Drehchen rausgerutscht. Hatten wir schon mal. Krieg in den Griff, ich hoffe es. So, schnell Leiter holen und dann werde ich das die hier auf den Tisch legen und dann schnell reparieren. Ich habe jetzt die Jalousie repariert. Ich zeige euch das mal, falls ihr mal auch so ein Problem habt. Ich zeige euch das mal mit der Stange. Zange. Hier ist doch eine Stange drin, ein kleiner Stift. Den kann man rausziehen. Wenn man sieht, ist die Seite geschlossen und die andere Seite offen. Da legt man da drin, schiebt das raus, hin und her, der kriegst du rausgeschoben. Und darunter ist das Rad. Wenn man das sieht, und das Rad hat sich hier oben. Hier oben verklemmt. Wie das passiert ist, weiß ich nicht, schon das zweite Mal. Brauchen wir bloß unten rausziehen, das Rad rausnehmen und dann hast du die ganze Sache erledigt. Hört sich ein bisschen kompliziert an, aber ist nicht so. So, dann werden wir die Gardine wieder anhängen, die Stange, die Jalousie, und dann werden wir sehen. Jalousie ist ganz. Wir hatten, das ist eine mit 4 Schnüre und die hat schon mal Probleme gemacht. Das war, glaube ich, der dritte Mal, wo ich das jetzt mache, dass das Rad immer rausrutscht. Wahrscheinlich, wenn die Schnüre übereinander kommen, wird es zu dicke zum Knäuel über was bestimmt und dadurch fällt das Rad raus, rutscht dann runter oder nach oben, so rutscht nach oben und dadurch kommt es an die Stange ran. Wo du denn einstellst, die Jalousie, ob innen oder außen, zum Verstellen ist, den Lichteinfall und da haut er dann eine Stange ran und dadurch rutscht er nicht mehr. Aber ich habe da mitgekriegt, ich wusste ja, wie das ist, habe das da schnell repariert und funktioniert wieder. Und wo sind wir? Und natürlich Gassi-Runde machen. Was für eine Frage. Muss ja sein. Ja, was sagt er denn zum Wetter? Ist das nicht normal? Erst ein bisschen warm, jetzt wird es wieder kühler. Gestern war es richtig unangenehm, nasskalt. Habt ihr gesehen? Ja, der Rabe hat auf der Straße, hier auf dem Hof, auf der Wiese nicht zu suchen. Hat so vollkommen recht. Die achtet ganz genau drauf, was ihr nicht drauf gehört. Und wo ist er da? Ah, ich spiel zu wieder Gras. Komm, du Kanicke. Ja, er hat so hoch drauf. Man braucht sie ja nicht mit dem Namen ansprechen. Ja, zurückzukommen auf dem Wetter. Ist ein bisschen frisch. Die Nacht hat man bloß 7 Grad gehabt. Ich habe jetzt ja nicht gekriegt auf dem Thermometer. Ich glaube 13 oder 14 Grad haben wir bloß. Wüsste ich ja nicht mehr genau. Ja, wenigstens soll es wieder wärmer werden zu Pfingsten. Und Sonntag sollte bis 25, glaube ich, war alles, hat sie gesagt. Der Wetterbericht sollte werden. Ja, das ist auch nicht verkehrt, wenn Pfingsten wieder schön gemütlich ist. Das ist wieder ein Grund zum Grillen. Ja, was macht ihr denn Pfingsten? Also wir werden Pfingsten wahrscheinlich unternehmen, mal sehen, wie sich Susi fühlt. Kommt drauf an,
wie wir drauf sind. Bahnen wollen wir, weiten wir. Aber Susi hat gesagt, nein, ich möchte einen neuen Badeanzug haben. Da habe ich gesagt, das ist gut, da musst du warten. Dann können wir noch nicht baden gehen. Und ich möchte auch mal eine neue Badehose haben. Hab ja bloß 4. Nee, reicht mir. Bis jetzt passen sie mir noch. Wo ist denn der Hund? Ach da. Kira, sag mal einen Tag. Nö. Ich nicht. Ich warte lieber vor mir hin. Und such den Krass. Ja, arme Tier. Ja, wir haben ja heute, Susi hatte wieder einen Tipp gekriegt mit Kira, mit ihrer Grasmilben. Und ich meine jetzt heute Morgen so hier, ich meine mit Ema, ja, hat sie recht, der Winter, wir hatten ja keinen Winter gehabt. Kein Schnee, nichts. Das waren doch alle Sommertemperaturen. Und dadurch vermehren die Scheißviecher sich. Die geht doch nicht kaputt. Schwuppen sie weg. Hallo. Dass du dich auch so freust. Ja. Nee, wie dir. Komplett noch mit alles? Ja. Oh. Gesundheit. Gesundheit. So. Warte. Guten Tag, ihr Lieben. Guten Tag. Ich möchte an dieser Stelle die liebe Lea und den Thomas grüßen. Grüße gehen raus. Ja, ich schließe mich an. Wer denn? Überschließlich. Okay. Ich schließe mich an mit diesen Grüßen. Wir sind immer noch unten im Garten, weil es einfach total angenehm ist. Also ich habe mich ja gefreut über die Wärme, die wir jetzt hatten, dass jetzt man auch mal im T-Shirt konnte, aber im Moment genieße ich schon wieder die Kühle. Es ist verrückt, Leute. Und der Uwe hier, dieser wunderbare Kira, hier bleiben. Nein. Kira. Komm hier. Nicht hey. Mal. Komm her. Nein. Ja. Und der Hund hört. Also unser Hund hört aufs dritte Wort oder wann er will, ne? Der dritte, ja, mit einer Null hinten rein. Kira, welches Wort hörst du? Aha. Auf jeden Fall dieser wunderbare Mensch hier, ja, der immer mein Fahrrad in die Ecke schmeißt, sitzt nicht auf der stillen Bank, obwohl ich darüber schon sehr lachen musste, wenn ihr den Tisch rüber habt. Das ist die Strafbank. Nein. Der Uwe hat jetzt nochmal alle Schrauben und Muttern nachgezogen an meinem Fahrrad. Und weil das so klappert, also ich habe das Gefühl, das klappert halt sehr, ist er eben auch nochmal eine Tour gefahren. Ich habe ihm mein Fahrrad anvertraut, Leute. Aber er hört nichts. Ja, das ist wie bei der Kira, ne? Der Uwe hört nichts. Ach, da sind so meine Familie, ey. Ihr zwei Süßen. Ja, und wenn ihr was bellen hört, das sind hier vom Erdgeschoss, Entschuldigung, vom Erdgeschoss, hier die Hunde, die mit dem Garten jetzt. So, ich würde aber sagen, wir gehen jetzt langsam hoch. Weil die Kira hat keinen Bock mehr hier unten zu sitzen. Und bevor sie mir wieder stiften geht, wird jetzt das Spiel erstmal wieder Flummi. Was ist denn jetzt los? Kira Maus, was ist los? Hast du gesehen? Da sind die
den Strauß aus der Blume, hat die an den Hintern gekippt und schon dreht sie die Augen. Was ist los, Hasi? War da ein Eichhörnchen? Ja, die liebt sie ja, ne? Die Eichhörnchen hat sie zum Fressen gern. Und Marder. Marder auch? Laufen wir bald schon rum? Ja, gestern Abend, die letzte Runde. Zum Glück hat kein Auto mehr, ey. Und da ist auch Marder schräg rübergerannt über den Damm. Ich habe aber nur eher gesehen als sie. Ich habe gleich angemacht. Und wir sind vorne am Fahrdamm, an der Straße. Und sie hat den scheinbar entdeckt, wie er unter das Auto gerannt ist. Und ich bin, nee, kannst du vergessen, ich war schneller. Die werden uns abgehauen. Ach, hey. Na gut. Denn so spät um 10 Uhr und 12 Uhr. Ja, da fühlen sie sich ja sicherer. Nee, aber Marder auf jeden Fall, ja. Na, Juti, ihr Sweeties, wir sehen uns gleich oben. Wir sind oben. Und nicht unten. Und wir haben jetzt beschlossen, weil wir haben noch Grillfleisch, was weg muss, und wir grillen aber nicht. Nee, wir braten. Wir braten in der Pfanne, weil das Fleisch muss weg. Boah. Und dazu haben wir jetzt überlegt, was essen wir als Beilage. Nehm mich bitte nicht. ob wir Kartoffeln oder irgendwas machen, oder dann haben wir gesagt, nee, wir haben Hunger. Wir haben Hunger, eine Scheibe Brot, dann ist gut. Genau, dann machen wir uns das quasi auf der Hand, wenn man es so will. Ja, so, und nicht auf dem Teller. Drück mal Uwe die Kamera in der Hand, vielleicht nimmt er euch mit beim Braten, weil ich muss jetzt erstmal kurz verschwinden. Ich habe Angst, die essen sie alle weg. Ja, musst du sie ja ziehen. Okay. Apropos, mir fällt gerade was ein. Ihr habt doch, ich hab doch euch versprochen, wenn ihr artig seid, nee, wie war denn das bei, ja, bei was war denn das? Maskenmontag? Ja, und wenn ihr alle kommt, oder artig seid, war das, wa? Ich weiß es nicht mehr, was du mit den Schätzen einfach gemacht hast. Ach, ich weiß das jetzt nicht mehr. Aber ich weiß irgendwie, dass ich euch einen Lolli versprochen habe. Ja, und jetzt kam die Nachfrage, wo ist der Lolli? Ich bin ja, ihr müsst kommen, oder soll ich den euch hinbringen? Dann bin ich ja eine ganze Woche unterwegs. Nur um euch die Lolli zu verteilen. Ja, ihr müsst... Was war solche Versprechungen? Was? Ja, die haben mich ja nicht ausreden lassen. Ich habe gesagt, ich wollte nur sagen, dass sie kommen müssen. Ich komme hier nicht weg. Ich muss ja am Tag, wenn Susi nicht da ist, wenn Susi arbeitet, muss ich auf den Hund aufpassen. Also da kann ich nicht weg. Und Kira hat gesagt, sie kommt nicht, geht nicht mal mit mir. Naja. Ich wusste ja überlegen, wie das war, was ich versprochen habe. Ich will so auf alle Fälle mit dem Lola. Mit dem Lolli. Nicht mit dem Lola. So, ich werde jetzt schnell gebraten. Pfanne ist heiß und jetzt los. Los, jetzt los. Wenn der Tisch geht, wird schnell. Übrigens, wenn ihr mal fahren solltet, dass uns Spaß macht, essen.
wenn ich gerade beim Braten bin. Wir sind jetzt fertig mit Essen braten. Also ja. Kira hat ihr das ist Futter. Unseres und das ist Kiras. Dann haben wir das hier natürlich, ja. Und hier noch ein bisschen Beiwerk. Also es ist schon jetzt kein, ne? Kein besonderes Essen. Nein, das ist eher so. So, und wir werden jetzt noch eine Serie, unsere Serie weiter gucken. Wieder ein Teil. Ihr wisst, wir gucken gerade Person of Interest. Jetzt wird der Uwe ganz traurig sein, weil da ist Walker. Chuck Norris kann Fische ertränken. Geht mit Wasser drauf. Ja, ja, ja. So, jetzt schnell in Prime Video rein und da halt die Serie raussuchen. Wer guckt? Susi guckt und Uwe. So, da unten ist sie. Person of Interest. Wir sind jetzt in der vierten Staffel, ja. Folge 2. Und los geht's, das Gewitter. Und falls ihr jetzt auch gerade am Essen seid, guten Hunger. Ach ihr Lieben, ich lese gerade eure Kommentare zu unserem Balkon und so. Also, mir geht das Herz auf, wenn ich eure Kommentare dazu lese. Das ist so, so schön. Und ihr schreibt alle, wie toll der geworden ist. Und die liebe Sandra zum Beispiel schreibt auch, dass sie Balkonien liebt und dass sie so aufgewachsen ist und dass sie jetzt aber ein Haus mit Grundstück hat, sich aber vorstellen kann, im Alter vielleicht wieder eine Wohnung mit einem Balkon zu ziehen. Finde ich auch. Also es ist einfach schön, aber der Balkon muss eine bestimmte Größe haben, finde ich. Also ich finde, so ein Balkon sollte zumindest so groß sein, dass man einen Tisch, also muss kein großer Tisch sein, aber einen Tisch und zwei solche Balkonstühle raufkriegt. Danke, mein Schatz. Hier bei uns jetzt nur ums Futtern heute. Ne? wir haben nämlich gerade Kaffee- und Kuchenzeit, wobei das eigentlich schon überschritten ist. Wir haben es jetzt, kurz vor 5:30. Egal. Was wollt ihr denn gerade erzählen? Balkontisch. Dass man so normale Stapelstühle wenigstens, also es müssen ja nicht mal Liegestühle sein. Zumindest zwei Stück auf dem Balkon bekommt. Und unserer, den haben wir versucht, natürlich so schön wie möglich zu machen. Und danke für eure lieben Kommentare deswegen. Aber man kann da einfach gar nicht vernünftig zu zweit drauf sitzen. Ne? Ihr habt es ja gesehen, als der Uwe die Lichterkette repariert hat, wie beengt wir dort gesessen haben. Ne? Da ist also ein Liegestuhl, kann man sagen, also ein Hochlehner drauf und ein Hocker. Anders ist das überhaupt nicht zu machen. Also der Platz würde jetzt auch nicht mehr werden, wenn da so ein Stapelstuhl stehen würde, so ein Balkonstapelstuhl. Ansonsten könnte ich mir das auch immer vorstellen, einen großen Balkon, also einen größeren, sodass halt das raufpasst. Anstatt Garten kann ich mir schon vorstellen, weil das einfach auch weniger Arbeit ist. Ne?
Gartenarbeit ist nicht meins. Ich hab da ja schon festgestellt. Ja, also ich werde jetzt mal hier diesen Zitronenkuchen probieren. Das ist gekaufter diesmal. Das ist kein selbstgemachter. Den habe ich von einem Kunden bekommen. Hm? Als Dankeschön. Was willst du denn? Du Rübe. Willst du mir das gerade rausklaubern? Ja. Die Kira möchte natürlich auch was. Ach ja, und jetzt hat mir ein anderes Schätzelein erzählt. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, Leute. Und zwar habe ich doch geholt hier von Martin Rütter. Ja, extra, weil wir ja diese wochenweise Futterumstellung machen. Meiner Meinung nach Fleisch. Pferd geholt, ne? Die Grünen sind ja Pferd, ne? Und dann hat ein Schätzlein zu mir gesagt, ich hab da Rind drauf gelesen, ist nicht Rind, die orange Tüte, Leute. Und es ist wirklich Rind. Das hat direkt neben diesen Pferdetüten gehangen. Und ich kann mir nur erklären, dass ich hier wegen dem Fleisch und schnelles Lesen Fleisch gleich Pferd einfach und gedacht habe, ja, super, kleine Dinger. Ist ja ideal für Kira. Eingepackt und weg. Ne? So, ist mir nicht aufgefallen. So, drückst du die ja trotzdem. So, siehst du, Schnecki, hat das gelernt? Betteln lohnt sich. Ja, du es alle. Das reicht. So, und wir haben auch Cappuccino, hab ich euch ja gezeigt. Ne? Sehr, 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 sehr lecker. So, unsere Serie haben wir auch schon geguckt. Wieder eine Folge. Ne? Und Leute, was soll ich euch sagen? Wir sind schon wieder tot ins Bett gefallen. Ja, früher habe ich dazu Foodkoma gesagt. Ne? Aber so viel haben wir gar nicht gegessen. Das waren zwei Scheibchen Fleisch und eine Scheibe Brot und fertig. Also das ist jetzt nicht viel gewesen, aber ich bin danach auf immer so müde gewesen und der Uwe auch. Dann mussten wir uns hinlegen. Ja, so ist das wahre Leben bei Familie Fröhlich in der Waagerechten. Kann euch den Uwe ja nicht zeigen, der sieht völlig verkramt aus. Ey. Die Haare Uwe. Ja, von deiner Atemmaske. Das ist sehr lustig. Der Uwe hat Newton Empfang. Immer, ne? Genau. Was ich sollte zeigen. Okay, Leute, ich zeig euch den wilden Uwe. Sieht man das? Ja. Ja, so ist das halt, ne? Mit dieser blöden Atemmaske. Kannst halt ohne schmachen. Der Beste ist die Glatze, kann nicht abstehen. Oder du müsstest dir wirklich, es gibt da so ganz dünne Mützchen. Keine Ahnung, die so aus Baumwolle sind, so ganz dünne. Wie so früher die Herrschaften Schlafraum oder Schlafmützen hatten. Naja, vielleicht hast du das dann nicht mehr so, Uwe. Ein Haarnetz. Ja, muss ja nicht sein. Keine Ahnung, ich weiß ja, ganz viele Schätzlein haben ja auch so ein C-Papp-Gerät wegen Schlafapnoe. Wenn ihr sowas habt, könnt ihr uns da vielleicht mal sagen, wie ihr das handelt? Ob ihr auch einfach so mit diesem, wie heißt das, Gurt, Stirnband? Ja, keine Ahnung, was halt die Maske hält, ne, was über den Kopf so geht. Ob ihr das einfach so aufsetzt oder ob ihr auch irgendwie so eine Haube oder irgendwas, so einen Haarschutz. Weil ich finde schon, dass Uwes Haare darunter gelitten haben. Mhm. Mhm. Kira, nein. Also die wachsen ja schon in diese Richtung und sind da auch dünne, weil einfach die Haarwurzeln damit ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Ja, Probleme, 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 ne, ich weiß. Alles, was er hatte, war eine Glatze. Nicht? Alles, was er hatte, war eine Glatze. Ich glaube, man sieht dich nicht richtig, weil es gegen das Licht ist. Ja. So, mal gucken, was wir jetzt noch anstellen. Ich glaube aber wirklich nicht, dass bei uns hier heute noch viel wird. Ne? Aber wenn, nehmen wir euch natürlich mit. So, ich sitze jetzt schon wieder hier am PC und habe die Daten schon mal vorab runtergeladen, um zu gucken, wie weit sind wir.
und den Vorschnitt zu machen, weil, wie gesagt, es ist jetzt 18 Uhr gleich, 17:49 steht hier. Damit ich nicht nachher auf einem Mal wieder so viel habe. Und was schon vorgeschnitten ist, brummt halt nicht mehr. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Und der Uwe hier, der, das wilde Uwe, der nicht auf die stille Bank musste, Leute. Ich musste so lachen über die Kommentare. Oder auch von Gabi, Grüße gehen über einen großen Teich, dass der Uwe in Trouble ist. Er war nur kurz in Schwierigkeiten. Das wilde Uwe möchte jetzt draußen nochmal, sag schon, von der Lichterkette, genau, die Solarlichterkette, die möchte er nochmal aufschrauben, die er repariert hat. Und eine Batterie, hätte ich beinahe gesagt, einen Akku von uns, den wir gekauft haben, mal für unsere Bedürfnisse, einfach mal rein tun. Und da wollt ihr euch nochmal mitnehmen. Deshalb übergebe ich jetzt die Kamera an Uwe. Oder soll ich mitkommen, Schatz? Wenn du mitkommen kannst, Zeit hast. Na gut. Zeit hast. Das macht sich ja wahrscheinlich doch besser, wenn wir beide... Du müsstest dann... Na, Rübe, bleibst du hier drin? Ja, du müsstest dich da hinstellen. Darf ich mich da hinstellen? Ja. Aha. Wegen der Sonne. Ja. Außer mir für meine schöne Seite. Ach so. Verstehe. Ach, ist das wie ein schönes Wetterchen. Das ist die Seite, wo du die Sonne mal rauf scheinen darf. Aber du, hier ist die Lilie, ne? Die Lilie, ja, die muss man. Warum nimmst du die weg jetzt? Weil ich. Angst hast, dass er anstößt? Ich hab da extra in die Ecke gestellt. Weil ich keinen Lilienstaub haben möchte. Ja, genau. Dankeschön. So, werde ich jetzt mal probieren. Ist ja auch, wenn jetzt Sonne drauf war. So, aufschrauben wieder. Ja. Und danke, dass du ein Küchenhandtuch genommen hast, damit wieder. Ja. Die guten Sachen. Ist der magnetisch, oder? Ja. Ja, wie cool. Oh, hier ist ein fetter Fingerabdruck drauf. Wo? Oh, wie cool. Ne, hier auf dem Display. Tja, wer weiß, wer das war. Ich weiß, wer das war. Ich nicht. Doch. Ach, ist das herrlich. So ein schönes Wetterchen, ja. Ich finde, das kann man nur draußen verbringen. Na Schatz, geht's auf? Ja. Aber Vorsicht, dass du nicht wieder abreißt. Ich weiß ja, wie angelötet wird. Ah, hält noch. Noch. Ja. So, das ist der alte, der drin war. Machen wir den drin. Ich bin gespannt. Ich auch. Ja, naja, und jetzt wird halt einfach wieder verschraubt, ist ja auch klar. Ich liebe das einfach, wenn die Bäume jetzt endlich wieder so schön saftig grün sind. Das ist schon toll. Na, gibt es Probleme? Ja, ja. Houston, wir haben ein Problem. So. Also sie leuchtet, ne, im Übrigen. Ja, sie leuchtet. So, Ille, siehst du, sieht man auch so. Ja. Muss ich nicht mal zuhalten, aber ist ja klar, weil du bist ja gerade hier der Druck da. Ja. Ja, ja, das ist mir schon klar natürlich, dass das leuchtet, wenn man das zuhält, ne? Ja. Das war, ist ja klar, wie Kloßbrühe. Ja, das haben wir ja nicht beobachtet eben. Ob der Akku das jetzt ausgemacht hätte. Ja, wirst du ja gleich sehen, wenn du das hochhebst da. Ist er weg? Ja. Siehst du? Ja. Nee, ob der noch ausgereicht hätte. Ach so.
Ist egal. Nee, da hat irgendwie nichts geleuchtet. Das wäre keine Ruhe. Ach, Uwe. Doch. Nein. Ich will das sehen. Nein. Na gut. Naja, und diese Glaskugeln, die finde ich ja auch so toll, aber ich finde die nirgendwo mehr. Nur immer hier so die ollen Usseldinger. Wo hat denn die gesehen? Ich glaube, war das bei Wolfwood? Hier oder, die Glasdinger? Ja, oder McGuides. Also die hatten wir bei Kick geholt. Soweit ich mich erinnere. Oder sind die damals schon bei McGuides geholt? Ich weiß es nicht. Die sind auch nicht mehr, aber die haben sie überall gehabt, die Dinger. So. Leute, das ist so langweilig, wenn ihr seht, ja, wie der Uwe da rumschraubt, das oder? Ist auch langweilig. Deswegen zeige ich euch jetzt meinen Antlitz. Vielleicht ist es nicht so, nicht so langweilig. So. Guck, jetzt ist es aus. Jetzt ist es an. So, die Frage ist natürlich, wie lange ist es an? Das werden wir dann heute Abend sehen. Ja. Hast du super gemacht, mein Schatz. Ja, diese Batterien hier, das ist natürlich die klar, müssen wir mal sehen, dass das Schwund ist, ne? In den meisten Fällen jedenfalls. Ja. Noch will ja jetzt nicht. Na gut. Dann gehe ich jetzt rein und schneide. So, das war eine schwere Reparatur. Und der Dude ist, ich brauchte nicht auf dem Dach stellen. Nee, auf dem Dach klettern und die Solarzelle auswechseln. Ah, es kommt ein Windchen auf, es sieht schön. Oh, ich gehe rein. Meine Haare fliegen durcheinander. Oh ja. Da muss ich los. Ja, ich auch. Schnell weg hier. So, und die Kira, die hat hier artet, auf uns gewartet. Nicht Baby? Die Rübi. Naja. Dann gehe ich hier auf meinen Arbeitsplatz. So, vom Balkon direkt auf den Versammlungsplatz. Platz. Weil wir denken, dass das völlig ausreichend ist, was wir jetzt zusammengetragen haben. Na, Kleine. Na, Großer. Aber wirklich, man sieht doch voll. Genau. Und wir wollen uns aus diesem Video verabschieden. Ich möchte mich von ganzem Herzen wieder fürs Einschalten bedanken, dass ihr den Daumen hoch uns gibt, dass ihr teilt, liked und für die lieben Kommentare, die ihr uns schreibt, da sind wir sehr, sehr dankbar und freuen uns darüber. Wir lesen auch jeden, auch wenn ich im Moment nicht schaffe, immer jeden Kommentar zu beantworten. Also mit täglichen Videos ist es schwierig, das alle zu bewältigen. Sagen wir mal, wie es ist. Aber trotzdem, ich möchte, dass ihr wisst, ich lese alles und ich erfreue mich da sehr drüber und ihr seid wirklich spitze. Ne? Das möchte ich einfach nochmal anmerken. Es ist einfach schön, dass es euch gibt. Ja. Ja. Und was war dein Highlight heute, Schatz? Mein Highlight? War die Jalousie reparieren. Ja, da das freut mich. Sie wieder gelungen ist. Also Uwe ist wirklich ein Allrounder, ne, Leute. Das ist... Also, ich hatte das auch erklärt und manchmal ist es ein bisschen schlecht zu sehen, bestimmt. Mhm. Aber im Prinzip nachfragen. Wenn ihr so ein Problem habt, klar, könnt ihr Uwe auf jeden Fall über Community-Handy antickern oder halt unter dem Video. Ne? Ja, von dem. Ja. Und dann versucht ihr euch zu helfen. Wenn man sowas überhaupt aus der Ferne machen kann. Ja, dann muss man vorbeibringen und dann das machen. Erzählt das schon ja Quatsch. Nein, ehrlich. Ja, also das finde ich auch sehr schön, dass du das gemacht hast. Aber mein Highlight heute war, dass du mal mein Fahrrad nicht umgeschmissen hast. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Guck mal, kann es sein, dass die Kira da oben nach Tante Thekla geguckt hat? Das kann sein. Aber so weit hat die da ja nicht gekriegt. Der hat immer so eine Lampe gekriegt. Die Kira, die hat vorhin immer nur in eine Richtung hingestarrt, wieder weggeguckt und wieder in diese eine Richtung gestarrt. Und Uwe und ich. Wir mit. Wie kickt man das? Das ist wie, als wenn du in den Himmel kickst und da ist nichts, weißt du? Ja, ja, aber jetzt sehe ich hier oben Tante Thekla. Ein kleiner Weberknecht, ein junger noch, würde ich behaupten. Ja. Ja. Kann natürlich sein, dass sie den gesehen hat. Und wir diesen, weil der so clean ist, ja nicht an den Tapeten gesehen haben. Ja, die schielt ja auch zwischendurch. Nee, aber es kann durchaus sein. Ach, Leute.
Ich glaube, wir machen einfach jetzt Schluss hier. Das ist der Uwe, der hat heute nicht seine Pillen genommen. Oder er hat die bunten Pillen genommen, gern. Mein Liebling. Was sagen wir? Seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, mach's gut. Schön, dass ihr da seid. Ciao. Tschüss.